Meine Damen und Herren, Spiel ohne Grenzen meldet sich heute zum letzten Mal in diesem Jahr. Das Finale dieser großen europäischen Gemeinschaftsproduktion wird in Lausanne in der französischen Schweiz ausgetragen. Die Mannschaften kommen aus Löwen, Belgien, La Chaux-de-Fonds, Schweiz, Westerland, Deutschland, Salisbury, Großbritannien, Anglais, Frankreich, Città di Castello, Italien und Venray, Niederlande. Wer von ihnen die goldene Trophäe erringen wird, entscheidet sich in den nächsten 80 Minuten. Spielleiter sind Georges Kleinmann und Madeleine Stalder. Es kommentieren Camilo Felgen und Frank Elsner. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und schalten um nach Lausanne. Wir melden uns aus Lausanne am Genfer See in der Schweiz zur letzten Sendung in diesem Jahr von Spiel ohne Grenzen. Von dem schönen Strand des Genfer Sees, aus einem Schwimmbad, das Belle Rive heißt. Im Hintergrund ein Schiff, das so aussieht, als würde es in diesem Schwimmbecken stehen, aber dieses Schiff ist schon auf dem Genfer See. Heute Abend geht es um den goldenen, den silbernen und den bronzenen Pokal für 1972. Und an diesem Spiel nehmen die Mannschaften der sieben Länder wieder teil. Aus England kommt Salisbury. Sie hatten an der ersten internationalen Sendung teilgenommen und dort gleich einen ersten Platz in Spa in Belgien errungen. Und keine der englischen Mannschaft schaffte es, sie zu übertreffen. Und sie gingen also ins Finale. Aus dem Baskenland, Frankreich, kommen nun die Kandidaten aus Anglet. Aus Deutschland kommen die Westerländer, die in der internationalen Sendung, die in Westerland stattgefunden hat, auch dort den ersten Platz belegten. Aber gerade sehe ich bei uns hier unser Telefon aufleuchten. Ich melde mich, nachdem wir die Stadt von Città di Castello jetzt hier einlaufen sehen, darf ich Tim Elsner bitten, sich vielleicht mal auf das Telefon zu schalten, um zu sehen, ob unser Ton im Studio ankommt. Läufen also für Belgien. Und Venray für die Niederlande. Ja, es scheint also alles ruhig zu sein. Unser Telefonlämpchen ist wieder ausgegangen. Und hier natürlich tausendstimmig begrüßt auf diesem Platz vom Schweizer Publikum aus Lausanne die Mannschaft aus La Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds im Jura, eine der bekanntesten Uhrenstädte der Schweiz. Man nennt es das Dach des Jura. Eine herrliche Gegend übrigens, zum Tourismus sehr geeignet. Es sind auch Schlachtenbummler aus Deutschland gekommen. Aus überall sind sie da. Hier sind unsere Spielleiter für heute Abend. Madeleine, Georges Kleinmann, unsere beiden Schiedsrichter, Gennaro Olivieri, Guido Pancaldi. Und nun zum Thema der heutigen Sendung. Explorer le temps, das heißt die Zeit erforschen. Wir würden sagen, die Welt erforschen, denn das Thema heißt Forscher in aller Welt. Und hier kommt schon ein Mannschaftsführer mit einem Joker. Es wird um doppelte Punktzahl gespielt bei der Mannschaft von Anglet. Und nun zu Frank Elsner.
Ja, unser erstes Spiel steht kurz vor dem Anpfiff. Unser erstes Spiel im Finale, Spiel ohne Grenzen, das den Obertitel hat, die Forscher. Das heißt, die Menschen, die die Welt erforscht haben, die Neues gesucht haben, die eigenartige Wege gegangen sind, zum ersten Mal Gebiete erschlossen haben und uns dann ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Und unsere Spieler hier im ersten Spiel werden auch zum ersten Mal ein Gebiet begehen. Die sogenannten weißen Zonen auf den Landkarten, wo man nicht weiß, welche Überraschungen einem da geboten werden. Ein Hindernisrennen hier über diesen Steg, 40 Meter lang der Parcours, auf diesem Schwimmbad aufgebaut. Die Kandidaten, die die Schubkarren schieben, haben die Augen mit einer schwarzen Brille verbunden. Das heißt, sie können nichts sehen. Die Mädchen im Schubkarren können durch Zuruf ihren Mitspielern sagen, fahr weiter rechts, fahr weiter links, damit sie eben möglichst nicht ins Wasser fallen, so wie das gerade eben bei den Spielern aus Anglet aus Frankreich passiert ist. Wir haben im Moment noch nicht die Position der Mannschaft aus Westerland, aber es sieht so aus, als würden die Niederlande sehr gut liegen. Und durch diese Schaumwelle zum Ziel, das Mädchen muss aufstehen, den Arm hochheben und dann werden sie als Erste gewertet. Hier ist schon 3 Stunden vor dem Spiel dieser Seifenschaum erzeugt worden, der sich prächtig gehalten hat. Zweite Frankreich, dritte Westerland. Damit ist Westerland an und für sich ganz zufrieden. Ich habe mich mit den beiden Spielern für Westerland kurz vor dem Spiel noch unterhalten. Das sind Jürgen und Frauke aus Westerland. Sie haben gesagt, wenn wir unter den ersten drei sind, sind wir ganz zufrieden. Alle Spieler sind im Ziel. Wir hatten zwar eine Limitzeit, die von allen eingehalten worden ist. Das heißt, es hatte keine großen Probleme bei diesem ersten Spiel. Josh Kleinmann wartet jetzt also auf das offizielle Ergebnis der beiden Schiedsrichter. Oh, Sie hören jetzt gerade am Publikum, an der Publikumsreaktion, dass Sie nicht ganz zufrieden sind mit dem, was die Schiedsrichter sagen, nämlich Ihre Heimmannschaft. Die Mannschaft aus der Schweiz, die Gastgeber sozusagen, werden auf den letzten Platz gesetzt, weil sie die Hindernisse nicht ordnungsgemäß genommen haben. Wenray aus Holland hat gewonnen das erste Spiel. Anglet Frankreich 2. Westerland auf Platz 3. Fängt gut an für Westerland. Città di Castello aus Italien 4. Platz. 5 Leuven aux Belgien und La Chaux-de-Fonds, die Mannschaft hier aus der Schweiz, also im ersten Spiel mit einem ganz schlechten Start. Sie sind disqualifiziert worden. So, nach dieser Positionsverteilung kommen wir auch zur Punktverteilung. Wir haben gesehen, Westerland bekam also 4 Punkte, 10 Punkte gab es für Anglet auf Platz 2 durch den Joker, den sie gespielt haben, die Punktverdoppelung. Und damit liegt Westerland sehr gut im Rennen, ein guter Start. Wir kommen jetzt gleich zum Fil Rouge, zum Zwischenspiel, das Sie, wenn Sie Spiele ohne Grenzen öfter gesehen haben, ganz bestimmt kennen. Ein Spiel, in dem jede Mannschaft einmal als Solist auftreten kann. Und diese Palme, die hier in dieses Schwimmbad gezaubert wurde, die hier aus dem Beton wachsen kann, bei Spiele ohne Grenzen ist eben alles möglich, hat natürlich, wie sich das für eine Kokospalme gehört, auch Früchte. Diese Früchte müssen gepflückt werden. Allerdings unsere Kokosnüsse, das werden Sie gleich sehen, hier kommen Sie ins Bild, sind einfach bunte Bälle. Diese bunten Bälle müssen gepflückt werden von 2 Spielern, die über einen recht beschwerlichen Weg, über den ich noch nichts sagen möchte, an diese Bälle herankommen werden. Sie abpflücken und in ein großes Netz werfen. Die Mannschaft, die die meisten Bälle ins Ziel gebracht hat, ins Netz geworfen hat, hat gewonnen. Aber das Ergebnis werden wir erst kurz vor Ende des Spieles haben, da ja jede Mannschaft nach einem Spiel hier als Solist auftritt. So, Barry für Großbritannien ist der Erste, der hier an den Start geht. Er ist Polizist und ein begeisterter Rugby-Spieler.
Paul ist also Automechaniker. Und Sie sehen auch den mechanischen Weg. Ich glaube, dass man das ganz gut erkennen kann. Es ist ein Förderband, das seine Tücken hat, denn ohne vorherige Ankündigung ändert es die Richtung. Es läuft also mal vor, mal zurück. Und man kann sich also kaum drauf einstellen. Und Sie werden sicher einige hier noch ins Wasser purzeln sehen. Wir haben 1 Minute und 15 Sekunden für dieses Zwischenspiel angesetzt. 15 Sekunden stehen uns noch aus. Und die kleine Garde der englischen Schlachtenbummler, sie feuern jetzt natürlich ihre Spieler an, denn sie haben hier doch ein recht gutes Ergebnis vorgelegt. Dieser Ball wird nicht mehr gewertet nach dem Schlusspfiff. Ja, hier sagt Gennaro Oliveira also gerade, dass die letzte Nuss, der letzte Ball, wollen wir beim Bild bleiben, nicht gewertet werden kann. Das Ergebnis also 3 im Ziel, 3 Bälle im Ziel, das erste Ergebnis Zwischenspiel. Bei unserem nächsten Spiel, da wollen wir mitten in den Urwald wandern und uns mal den Topf ansehen, der in so vielen Spielen oder in so vielen Zeichnungen und Karikaturen immer wieder dargestellt wird, wenn die Forscher nun zu den Menschenfressern oder den Kannibalen wandern. Nun, hier ist ein Spezialsystem. Wir haben hier den Magnetismus ein bisschen mit ins Spiel gebracht. Wenn die Verbindung zwischen dieser eisernen Kugel und dem Mechanismus unterbrochen wird, nun, dann fällt dieses Gewicht. Nun, da oben auf einem großen Gestell, da hängen Kandidaten. Und hier gibt es Mädchen, die nun versuchen werden, in Afrika etwas für unseren Kannibalentopf zu tun. Hier haben wir sie also etwas gesichert. Und auf der schiefen, die unter ihnen hängt, werden sie dann in den Topf hinunterrutschen. In diesem Topf übrigens schon vorbereitet eine Suppe mit Möhren und Tomaten. Also ein bisschen Bouillon schon da. Das soll also ein saftiges Essen für Kannibalen werden. Es gibt immer ein Mädchen pro Mannschaft und sie schießt oder bringt 3 Kandidaten oder Forscher einer gegnerischen Mannschaft in den Topf. Hier ist das Mädchen aus Belgien. Das wäre schon mal einer. Er ist schon mal unten. 10 Kugeln hat jedes Mädchen, während im Hintergrund nun die Trommeln durch den Busch hallen. Das wäre 2. Wenn also alle 3 unten sind, dann wird die Zeit des Dritten genommen. So, jetzt wird die Zeit genommen worden. Und die wird dann notiert. Falls aber ein Mädchen es nicht schaffen sollte, ihre 3 Männer in den Topf zu bringen, und dann wird die Anzahl gezählt. 21 Sekunden für Leuven. Für alle 3. Das Mädchen aus Venray. Und die Forscher sind aus Leuven in Belgien. Oh, 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 oh. Verliert sogar einer seinen Hut. Naja, durch eine Sicherheitshelme. Das wäre der Weltrekord. Wie macht man es mit Händchen halten? Der Holländer und der Brite. Ein Mädchen aus Città di Castello und die Forscher aus Venray. Mal sehen. Da scheint da oben nichts los zu sein. Nein, trifft ja auch nicht. Das sind die Kugeln. Aha, Nummer 1. Das sind die Kugeln, mit denen man in Frankreich normalerweise Boule spielt, oder La Pétanque, wie das so schön heißt, in Italien Boccia genannt, die hier nun zum Kegeln benutzt werden. Er strahlt noch. Wie lange noch? Noch 15 Sekunden, da gibt es natürlich auch eine Höchstzeit, 45 Sekunden. Immer noch nichts. Sie hören oben die Kugeln rollen, es ist vorbei. Da war also nur einer in
der Höchstzeit mit 10 Kugeln, der herunterfiel. Da kommt eine 1 in diese zweite Kolonne stehen. Ja, jetzt kommt unsere Keglerin von der Insel Sylt aus Westerland, Elfi Hirschberger, 32 Jahre alt. Sie ist übrigens durch Kegeln überhaupt nicht vorbelastet. Fahnen schwenken noch. Ist die Augen und so, jetzt hat das Fähnchen im Auge nichts genützt. Das Fähnchen der drei Aufrechten war das. Ich glaube, es war eine gute Zeit für unsere Gymnastiklehrerin aus Westerland. Ach, auch 21, also gleich mit Läumen. Ja, die Mädchen, die hier mitmachen, sind zum Teil die Schülerinnen von Elfi Hirschberger, die ist Gymnastiklehrerin. Nun, wer die Mädchen aus Anglais? Scheinen nicht starten zu wollen. Ah doch, aber gleich ein Treffer. Und das Botzeln. Die Kandidaten aus Città di Castello, Helm hinterher. Und er hat auch gezählt. Scheint ziemliches Tempo drauf zu haben. Na? Er horcht und horcht, was da oben passiert. Na, er scheint die Zeit mal nicht voll ausgenutzt haben. Hier bleibt er noch. 2. Eine 2, ja. Und dann die Mädchen aus Salisbury. In der Gefahr. Ja, und die Nummer 3. So strahlend hat man wahrscheinlich noch nie einen Forscher im Kochtopf der Kannibalen gesehen. Ja, gutes Süppchen. Sechs Punkte für Fenrei. 5 für Löwen. 5 auch für Westerland. Und hier sehen wir es nun an der Tafel. Da kommt der Letzte. Er war den Mädchen also entgangen, aber unsere Technik hat ihn auch noch herunterfallen. Naja, er kann ja nicht die ganze Sendung da oben hängen bleiben. Wie ist die Situation denn? Naja, 3. Platz für Westerland. Diese Anzeigentafel nach den ersten Spielen geben sowieso ein falsches Bild ab, denn wenn die Joker noch nicht gespielt sind und zweitens ganz zu Anfang viele Mannschaften oder die Mannschaften aussetzen müssen, die nachher an diesem Zwischenspiel teilnehmen, wo es gar keine Punkte gibt, dann bekommen sie auch für das vorhergehende Spiel keinen Punkt und dann stehen sie natürlich an einer etwas schlechteren Stelle, als sie in Wirklichkeit hätten. 1:15. Zu hawaiianischer Musik. Une. Tout juste, oui. Lustige Kokosnüsse hier. Nennen wir so die Kokosbälle. Das ist eine Reverenz an unsere Farbfernsehzuschauer und das Bild ein bisschen farbenprächtiger wird. 34-jähriger Elektriker. Er spielt Fußball und ist Skifahrer.
noch 30 Sekunden. Ja, und hier meldet sich schon wieder unser kleines Lämpchen an unserem Verstärker. Man ruft uns schon wieder. Und wenn Sie mich dann vielleicht im Hintergrund mal sprechen hören, meine Damen und Herren, dann ist es nur mit unserem Studio. Und wir vergewissern uns dann, ob die Tonqualität einwandfrei ist. Wir werden uns gleich melden. Ich nehme an, dass das Studio in Köln uns ruft. Noch 10 Sekunden. Nein, 3 noch. 2. Das wäre es, aber der ist nicht mehr in den Kopf gekommen. Vier also für La Chaux-de-Fonds. Etwas besser. Ja, hier also das dritte Spiel. Und in diesem dritten Spiel werden die Spieler über eine Hängebrücke hangeln, die allerdings recht wackelig gebaut ist. Und zwar auf Lianensträngen müssen sie sozusagen durch den Urwald hangeln. Den Wald, den haben wir uns hier gespart. Das Ganze geht dann über das Wasser. Und wenn sie das Gleichgewicht verlieren, dann können Sie sich vorstellen, dass hier einige baden gehen werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben hier 3 Joker. Und zwar den Joker für die Mannschaft aus Italien, für Westerland und für Belgien. Città de Castello hofft also auf dieses Spiel, Leuven und Westerland. Und Sie sehen in der Mitte, jetzt gerade aus dem Bild gehen, den Spielleiter, den Mannschaftstrainer der Westerländer Mannschaft, das ist Wolfgang Lengefeld. Er ist übrigens Kursportlehrer und diejenigen, die vielleicht schon mal auf Sylt Urlaub gemacht haben, haben mit ihm schon auf der Kurpromenade geturnt. Nun geht es los, erster Durchgang. Sie sehen also diesen wackeligen Weg für unseren Forscher, der sich hier über die Lianen hangelt. Und unten drunter als Affen, als Gorillas verkleidet, sind gegnerische Spieler, die nun versuchen, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wir haben 1 Minute als vorgegebene Zeit für den Weg von etwa 40 Metern. Chaux-de-Fonds startet also, das ist der Schweizer Kandidat, der sehr gut vorwärts kommt, er hat noch 30 Sekunden. Und das ist unser Affe, hoffentlich nimmt er mir das nicht übel, aus Westerland. Das ist Willi Nötzel, er ist Tischler in Westerland und hat heute Nachmittag noch nicht gewusst, dass er heute Abend in diesem hübschen Kostüm hier auf dieser Schaukel sein wird. Sie wissen ja, die Kandidaten werden ausgelost. Keiner weiß, in welchem Spiel er startet, damit es eben kein Profitum gibt, damit es beim Spielerischen bleibt. 48 Sekunden die Vorgabe also für La Chaux-de-Fonds. Und nun also unser Kandidat aus Salisbury. Auch ihm ist es gelungen, in der vorgeschriebenen Zeit ins Ziel zu kommen, quasi mit dem Schlusspfiff. Wir werden gleich das Zwischenergebnis bekommen. Die gleiche Zeit wie für den Schweizer Kandidaten, ebenfalls 48 Sekunden. Città di Castello schickt ihren Kandidaten jetzt ins Rennen. Für Mitteleuropäer ganz bestimmt eine recht ungewöhnliche Art, sich fortzubewegen. Dabei gibt es sehr viele Länder, wo man auf ähnlichen Brücken tatsächlich Wasserfälle überquert und manche Schulkinder in Peru, die müssen auf
recht wackeligen Brücken, Lianenbrücken, in die Schule gehen, dem macht das ganz bestimmt überhaupt nichts aus. Das wird ein neuer Rekord. Ein neuer Rekord für Italien. Beste Zeit bisher. Das ist der Spieler aus Venray. Wer hat hier die härtere Arbeit? Derjenige, der sich da oben drüber hangelt, oder die Affen, die doch hier wirklich auf ihren Schaukeln heftige Bewegungen machen müssen, um die Spieler aus dem Gleichgewicht zu bringen? Ich bin gespannt übrigens jetzt auf die Schiedsrichterentscheidung, weil er einige Male doch etwas im Sitzen weiter vorangekommen ist. Das ist verboten, es muss gelaufen werden. Ganz Belgien und vor allen Dingen die Stadt Leuven ihrem Spieler die Daumen drücken, denn hier ist immerhin der Joker gesetzt worden, wie er bei Westerland auch. Zwei Hindernisse bisher sehr gut in der Zeit. Jetzt wird er nochmal von Willi Nötzl aus Westerland attackiert. Daumen drücken für unseren Mitspieler aus Westerland. Das ist Norbert Scheuermann. Er ist Rettungsschwimmer und zwar vom Beruf, nicht nur in einem Rettungsschwimmverein angeschlossen, sondern er ist angestellt bei der städtischen Kurverwaltung. Und er wird jetzt versuchen, doch Bestzeit hier zu laufen, denn auf ihn setzte der Trainer und die Mannschaft alle Hoffnungen. Das beweist ja der Joker. Ja, hier möglichst unter einer Minute ins Ziel zu kommen. Harte Arbeit in kurzer Zeit. Das ist er normalerweise gar nicht gewöhnt. Er hat mir nämlich gesagt, er arbeitet nur 5 Monate im Jahr. 5 bis 7 Monate die Saison eben in Westerland. Und dann setzt er sich in einen Bus und fährt um die Welt kennenzulernen. Er passt also ganz gut zu unserem Thema der Forscher. Er selbst ist ein kleiner Hobbyforscher und kommt gut ins Ziel in einer, glaube ich, auch guten Zeit. Nous saurons d'une part le temps du concurrent de Westerland et d'autre part le classement final de ce jeu. Alors pour Westerland, le temps est également de 54 secondes. Bien. 54 secondes. Schade. Alors, en tête, schade, das gibt nicht viele Punkte. Città de Castello bekommt also 12 Punkte. Hier hat der Joker wirklich etwas gebracht. La Chaux-de-Fonds an zweiter Stelle mit 5 Punkten. Und 5 Punkte ebenfalls für Salisbury. La Hollande 3 points. Pardon, la Belgique,
Drei Punkte, Punktverdoppelung, sechs Punkte also für Leuven aus Belgien. Zwei Punkte für Venray. Tja, und leider nur vier Punkte für Westerland. Der Joker hat nicht allzu viel gebracht. Aber seien Sie nicht enttäuscht, das Spiel und der Spielrhythmus und das Ergebnis kann sich ja noch ändern. Wir sind ja erst beim dritten Spiel. Wir haben im Moment in Führung Città di Castello, die Italiener also, mit 16 Punkten. Und auf zweiter Position Venray. Auf der dritten Position aber immerhin noch Westerland mit dabei. Allerdings ex aequo mit einer anderen Mannschaft. Ich schaue schnell nochmal und kontrolliere. Mit Leuven aus Belgien. Anglette, eine zauberhafte Stadt im Baskenland in Frankreich, schickt nun die Kandidaten ins Zwischenspiel. Wir haben hier übrigens zwei Trampolinspringer mit in diesem Spiel. Nachher einer der Kandidaten aus Westerland im Zwischenspiel ist auch ein begeisterter Trampolinsportler. Und ein Kandidat hier aus Anglette ist sogar Europameister im Trampolinspringen. Wenn es Ihnen gelingt, jetzt noch einen dieser Bälle in den Korb zu bringen, dann haben Sie das beste Ergebnis bisher im Zwischenspiel. Ja. Die Spieler sind übrigens eine halbe Stunde vor Beginn unserer Sendung nochmal gemessen worden. Keiner darf über 1,78 Meter groß sein. Fünf also für Anglette, bisher bestes Ergebnis im Zwischenspiel. Ja, und hier geht es nun weiter mit unserem nächsten Spiel. Aber ich kann meinen Kollegen, den Spielleiter auf dem Platz, im Moment nicht hören. Er scheint eine kleine Panne zu haben an seinem Mikrofon. Auch auf dem Platz ist er nicht zu hören. Sie sehen gerade, dass Guido Pancaldi das Zeichen macht, bleiben Sie noch ein bisschen weg, bis dieser Ton wieder hergestellt ist. Wir hatten auch einige Schwierigkeiten mit unserem Ton hier. Man sagte uns von unserer Tonzentrale in Köln, man höre also, während ich spreche, ein gehöriges Schnaufen. Naja, das scheinen irgendwelche Urwaldgeräusche gewesen zu sein, die hier mit über die Leitung gingen. Aber das scheint nun alles in Ordnung zu sein. Wenn nun der Ton auf dem Platz hier wiederkommt oder auf unsere Kopfhörer. Aha, da ist er wieder da. Und dann kommen wir zu unserem Tarzan-Spielgott. Naja, Tarzan, ich würde sagen, in den amerikanischen Filmen sah man also die Abenteuer des Tarzan in Afrika am meisten. Es läuft immer wieder eine Serie, auch im Fernsehen, diese Gestalt wieder populär. Und hier das Duell zwischen Tarzan und einem Forscher. Hier geht es zuerst mal um den Joker, sehen Sie hier. Venray und La Chaux-de-Fonds. Ja, es ist also der sogenannte Forscher mit dem Tropenhelm auf der Gegenseite haben wir Tarzan. Wir müssen nun versuchen, aber das sehen Sie gleich. Das scheint mal ein Fehlstart gewesen zu sein. Da sehen Sie einen unserer holländischen Kollegen, der also zwei Seile festhält und sie nach Pfiff erst loslässt. Dann dürfen die beiden Kandidaten erst weglaufen. Tarzan ist aus Italien und der Belgier ist Forscher. Ja, es war also hier ein Trapez, das mit einem
Sprung erreicht werden kann. Wenn ein Kandidat dran vorbeispringt, gibt es 3 Punkte. In diesem Fall, wenn beide das Trapez erreichen, gibt es für jede Mannschaft 1 Punkt. Oh, wir sind aber sehr erfolgreich. Das war ein Schweizer und ein Holländer. Immer wieder 1 Punkt. Und hier sehen wir. Der Tarzan aus Audley und der Forscher aus Salisbury. Immer wieder 1 Punkt. Sieht also gewaltig nach einem Nullergebnis aus. Nullergebnis in diesem Fall, das wäre also jeder bekommt die gleiche Punktzahl. Sprung so eingerichtet hat, er es noch zu erwischen, dann eben dran vorbeispringt. Ist wie eine Waage. Drei für Anglet. Und keinen für die Belgier. Die Anzeigentafel rechnet schön zusammen. Im Moment ist Lachaud-Fond in Führung. Aha, Fehlstart. Lachaud-Fond in Führung mit 4. Anglet mit 4. Città di Castello mit 4. Westerland ist hier bei diesem Spiel nicht dabei, denn sie kommen gleich in unser Zwischenspiel. Wieder zu früh. Und damit hätten die Forscher mal wieder gewonnen. Fenrei also. Und für Salisbury keinen Punkt. Inzwischen ist Fenrei, das den Joker gespielt hat, auf 5 Punkte. Und die anderen nur auf 4. Es sieht also so aus, als würde Fenrei hier dieses Spiel gewinnen. Da dachte man, der Kandidat aus Città di Castello ist etwas später gestartet als der andere. Er wird es nicht mehr erwischen, aber hat dafür seinen Sprung etwas höher ausgerichtet. Das wäre es gewesen. Sie sind alle durch. Nochmal schnell überprüfen, aber ich darf es Ihnen schon verraten. Das, was also gesagt wurde, hat unsere Anzeigentafel hier zusammengestellt. Es sind 3 Mannschaften am ersten Platz mit 5 Punkten, also 5 Punkte, die sie im Spiel erobert haben. Es sind keine Punkte, die sie fürs Spiel bekommen. Da sehen Sie es auch, genauso gut wie wir. 4 Punkte für die Belgien. Hier ist also der Joker völlig zurechtgesetzt worden.
von La Chaux-de-Fonds und von Venraidi, also jetzt beide 12 Punkte bekommen. Sieht also nach dieser Punktierung für Westerland natürlich etwas düster aus. Es sind schon 26. Darf ich in Führung gehen? Città di Castello bekommt nur 6 Punkte, denn der Joker war schon viel früher gespielt worden. Das sind die Schlachtenbummler aus Italien gewesen. Città di Castello am zweiten Platz. Ja, und damit ist dann Westerland auf den 6. Platz abgerutscht, den vorletzten. Nun sind Sie hier, Peter Magnussen, kaufmännischer Lehrling, und Harald Pauls, der hier startet, 34 Jahre alt. Mal sehen, was Sie hier leisten werden. In der Ecke Ihres Bildschirms sehen Sie jetzt die noch verbleibenden Sekunden. Verliert aber gewaltig Zeit. Und fällt noch ins Wasser. Na, vielleicht macht Harald so allein. Mehr als 5 müssen es werden. 130 Sekunden, oder wird es ganz schnell gehen? Es reicht nicht mehr, Junge. So wie ich mitgezählt habe, werden es nur 4. Ja, wir kommen jetzt gleich zu Spiel 5 und Josh Kleinmann nimmt Gelegenheit an dieser Stelle seine charmante Kollegin mal kurz zu interviewen. Und zwar fragt er sie nach ihrem Sternzeichen. Sie ist Löwe und diese hübsche Löwe spielt jetzt auch eine Rolle im nächsten Spiel, im 5. Spiel, das den Titel trägt, die Krokodile des Amazonas. Aber ich glaube, hier hat man vielleicht in der Schule nicht so gut aufgepasst, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Wir sind ja bei Spiel ohne Grenzen und wir wollen nicht alles zu ernst nehmen und zu streng bewerten. Aber ich glaube, wir präsentieren Ihnen hier die ersten Forscher der Welt, die im Amazonasgebiet Löwen getroffen haben. In Einzeldurchgängen wird dieses 5. Spiel gespielt. Und zwar haben die Spieler die Aufgabe, über Inseln zu hüpfen. Da sehen wir übrigens gerade noch den Joker, den Salisbury gesetzt hat. Das ist der letzte Joker, der noch ausstand. Danach haben wir vielleicht einen etwas besseren Überblick überhaupt bei der Gesamtwertung. Löwen am Start. Nun geht es also über diese Inseln. Dort bekommt er Futter für den hungrigen Löwen, unser Forscher, um ihn zu besänftigen, damit er dann an ihm vorbei kann, um seine Forschertätigkeit wieder weiter aufzunehmen. Er hat einen Knochen verloren, er muss mit beiden ins Ziel. Okay.
Wir haben eine Minute die Limitzeit in diesem Spiel. 30 Sekunden sind schon vorbei. 40 Sekunden jetzt. Vielleicht schafft er es doch noch im allerletzten Moment. Noch 5 Sekunden. Und der Schlusspfiff, das heißt, er hat seine Aufgabe nicht erfüllt. Und für Löwen für Belgien bedeutet das hier in diesem Spiel auf jeden Fall den letzten Platz. Wenn Rai versucht es jetzt besser zu machen. Ist ja sehr gut in der Zeit. Der Hinweg sieht so einfach aus, aber diese Inseln sind ganz locker befestigt im Wasser und dadurch vergrößern sich natürlich die Abstände. Und wenn sie ungünstig auseinandergefahren sind, die Inseln, dann wird es für die Spieler doch recht schwer, da 3-4 Meter zu springen. Aber er schafft es in der Zeit. Und der Löwe kriegt zum ersten Mal also einen Knochen und ist damit versöhnt. Das ist jetzt vielleicht die erste Richtzeit, die wir bekommen. 35 Sekunden. Mal sehen, ob Anglet es besser schafft. Übrigens diese hübschen Tiere, die Sie heute Abend hier sehen, die so lustig aussehen, obwohl das ein recht magerer Löwe ist. Ist wahrscheinlich ein alter Zirkuslöwe. Sind von einer Korbflechterschule hergestellt worden, die in wochenlanger Arbeit ihre Lehrlinge an diesen Tieren haben arbeiten lassen. Und es gibt also schon sehr viele Kindergärten, die sich um die Tiere bemühen und die sie ganz bestimmt auch nach den Spielen bekommen werden. Schlechtere Zeit für Anglet, 55 Sekunden. Und das ist also der Star aus Salisbury. Auf ihn wurde der Joker gesetzt. Richard Waked ist es. Er ist Ingenieur. Und er soll hier also 12 Punkte holen in diesem Spiel. Angefeuert vom rhythmischen Klatschen der Zuschauer aus Salisbury, die hier angereist sind. Ja, neuer Rekord. 30 Sekunden, neuer Rekord, bisher also Bestzeit für Salisbury. Jetzt Daumen drücken für Westerland. Karl Schmidt ist hier unterwegs. Er hat in Westerland 4 Punkte für seine Mannschaft geholt. Müsste bisher auf dem dritten Platz liegen. Und der arme Löwe verliert Zahn für Zahn. Dritter Platz bisher. Und nun La Chaux-de-Fonds, angefeuert natürlich vom einheimischen Publikum.
Jetzt versucht er, die Insel näher heranzubringen, aber er bewirkt genau das Gegenteil. Josh Kleinmann fragt gerade, ob der Weltrekord geschlagen ist. Ganz bestimmt nicht. 40 Sekunden, vierter Platz bisher. Ja, wir bekommen hier die Zusammenrechnung. Salisbury hat also an der richtigen Stelle den Joker eingesetzt und der Star von Salisbury hat also seinen Fans tatsächlich die besten Punkte geholt. 12 Punkte und Sie sehen den Jubel hier und die Begeisterung. 4 Punkte für Westerland, 5 für Venreif vor Westerland, 4 für Westerland, 3 Punkte für La Chaux-de-Fonds, 2 Punkte für Anglet und 1 Punkt für Löwen. Wer führt bisher? Venreif mit 31 Punkten ist bisher auf erster Stelle. Zweite Città di Castello, 22. Salisbury auf Platz 3. Und Westerland liegt auf Platz 5 bisher mit gleicher Punktzahl mit Anglet, 17 Punkte. Wieder zum Zwischenspiel. Città di Castello. Beide begeisterte Sportler, begeisterte Fußballspieler. Jetzt ist also wieder Fausto Polidori unterwegs. Wir haben ihn alle gefragt, ob er mit dem bekannten Radfahrer verwandt ist. Keine Verwandtschaft vorhanden. Und er interessiert sich überhaupt nicht für den Radsport, hat er gesagt. Tja, die Hula-Musik im Hintergrund, sie passt eigentlich zu den Hula-ähnlichen Bewegungen, die unsere Spieler hier auf diesem Fließband vollführen. Noch 10 Sekunden. Schlusspfiff. Kein neues Bestergebnis. Anglet führt immer noch mit 5. 4 für Città di Castello. Oh, Josh Kleinmann macht nun Geschichte hier. Er erzählt also von dem Julius Maternus, der also die Wüste durchquerte und dort bis zum Niger, diesem Fluss in Afrika, vordrang. Und hier ist nun eine Trägerkolonne unterwegs. Die wollen also ihre Ballen jetzt hier über diesen Niger hinüberbringen. Es sind dann drei Trägerinnen und ein Träger. Eine Minute Zeit haben sie. Und die Mannschaft, die Trägermannschaft, die am meisten dieser Ballen über diese Rollen hinübergebracht hat, hat das Spiel gewonnen. So, Città di Castello startet. Mit einem kräftigen Attenzione. Ah. Wichtig ist, dass also diese Ballen auf die andere Seite kommen. Sollten sie nachträglich noch ins Wasser fallen,
ist das nicht schlimm, das kann im Eifer des Gefechtes passieren. Aber wenn die Mädchen hier mit ihren Ball ins Wasser fallen und nicht bis zum Podium kommen, dann sehen sie nicht, das ist ja direkt ein Rekordlauf. Aha, der wäre also nicht gültig. Ich bin immer schon gewundert, welches Gleichgewichtsgefühl Mädchen haben. Und den Turnhallen, die auf dem Schwebebalken sieht. Ah ja. Das wär's gewesen. War eine ganze Menge. Città di Castello. Die Karawane aus Anglet. Der Eingeborene ist also jeweils der Mann und drei Forscherinnen. Ein Tropenhelm nach dem anderen verloren, der war nicht gültig. Aber da stehen überall Hilfen bereit, falls die Mädchen also zu nah an dieses Podium kommen und in Gefahr wären, sich weh zu tun, dass ihnen also Hilfestellung geleistet wird. Inzwischen ist auch unser Tamtam wieder aufgeklungen. Das bringt nichts. Da ist nichts passiert, denn da war ja Schaumgummi vorne. Zehn notieren wir für Anglet, drei weniger als Città di Castello. Nun sieht natürlich die Punktezahl schon etwas der Wirklichkeit näher aus, da inzwischen alle Joker gespielt sind. Eine Reihe am Start. Nicht ins Wasser gehen. Es kommt er. Ich habe eigentlich noch keinen Eingeborenen im Wasser gesehen. Ja, es sind ja auch drei Mädchen und ein Junge nur. Nein, fragt Jos Kleinmann. Ist abgepfiffen, wir werden es gleich wissen. Sehr zufrieden war er wohl nicht. Den roten und weiß-blauen Fähnchen hier, das waren die Fans aus Fenrei. Aha, man hat also den letzten Ballen auch noch, vorletzten Ballen auch noch akzeptiert, weil das Mädchen zwar gefallen war, aber sie noch auf das Podium kam. 12 für sie. Es kommt La Chaux-de-Fonds. Hier wird vom Publikum mitgezählt. Nein, nicht Katrin. Fünf. Ja, doch.
8. 13 sind zu schlagen. 9. Das reicht nicht. 10. Es ist Feierabend. Das gleiche wie Anglet. Vorläufig letzter Platz. Ja, jetzt kommt unsere Westerländerin dran. Barbara Hund, sie ist Schülerin, 19 Jahre alt. Ihre Hobbys sind Rallye fahren und reiten. Das ist aber Johannes Sobota gewesen. Das Schwergewicht der Mannschaft übrigens 94 Kilo, 24 Jahre alt. Er ist Sportlehrer. Das Hobby Briefmarken sammeln. Ja, die Mädchen hatten nur Barbara Hund genannt. Sibylle Meyer in dieser Gruppe drin, die ist gleichzeitig die zarteste und leichteste mit ihren 54 Kilo. Weitsprung, ihr Hobby. Und Ingeborg Reimers, die jüngste, 16,5 Jahre. Sie reitet furchtbar gerne. Springt hier einem Helfer in die Arme. Da ist auch der Johannes baden gegangen. Fünf Sekunden noch, na, da kommt nichts mehr. Vorbei. Nicht sehr viel. Und immerhin noch 13. Sah gar nicht so nach viel aus. Oh. Noch ein bisschen Nachschub holen, damit auch die Kandidaten aus Großbritannien, aus Salisbury, die gleichen Bedingungen vorfinden wie die anderen. Da ist nur noch eine Mannschaft. Das war so nett. Als der Schiedsrichter ready sagte, hat er auch noch genickt. Sagt yes. Nein, es gab ja viele berühmte britische Forscher. Stanley und Livingstone. Der zählte. Der vorhergehende zählt nicht, aber der. Ganz akrobatische Wasserfälle. Ja, damit wäre dieses Spiel zu Ende. Wir werden gleich die Resultate erfahren. Für Großbritannien also nur 7. Das gäbe also die höchste Punktzahl für Westerland. Oh, da hat sich unsere Anzeigentafel vertan. Die haben etwas falsch verstanden. Das wird gleich von den Schiedsrichtern berichtigt werden. Ich glaube, das gibt einen kleinen Salat jetzt auf unserer Anzeigentafel. Westerland hat nämlich gar keine Punkte bekommen bei diesem Spiel. Das ist ein großer Applaus. Georges Kleinmann scheint also hier noch nicht bemerkt zu haben. Naja, wir gehen schon mal zu unseren Tahiti-Palmen hinüber, in der Hoffnung, dass in der Zwischenzeit unsere Anzeigentafel ihr Ergebnis korrigiert, sobald das hier passiert ist. Ja, es ist inzwischen korrigiert worden. Westerland hat seine 6 Punkte bekommen und ist jetzt am 4. Platz mit 23 Punkten.
Die Führenden sind immer noch die Mädchen und Jungs aus Venray mit 35, Città di Castello mit 28 am 2. und La Chaux-de-Fonds mit 24 am 3. Also es ist für Westerland noch ziemlich alles drin, bis auf Gold, glaube ich. Das dürfte also ziemlich in weiter Ferne gerückt sein, aber Silber und Bronze sind noch drin. Ja, da haben wir dann nun unsere Kandidaten aus Löwen auf dem Fließband. Willy Van Doren. Er ist Stadtarbeiter, bei der Stadtverwaltung beschäftigt. Und Fernand Walder ist Professeur, was aber in Belgien dann so viel wie Lehrer heißt. Das sind noch 3 Sekunden. So ein richtiger Torwartsprung. Nur 3. Er ist also für Westerland noch ein 2. Platz im Moment drin. Ein Exego-Platz allerdings mit der anderen, aber was soll das? Ja, hier grüßen Sie nun unsere Elefanten zum nächsten Spiel. Dieses Spiel haben unsere Kollegen in der Schweiz den Schatz des Maharaja genannt. Und zwar über einen Fluss. Sie sehen hier die Bahnen des Schwimmbeckens, stellen wir uns vor. Das ist also ein recht unwegsamer Fluss. Müssen einzelne Spielerinnen in einem Paddelboot zu einem Ziel paddeln. Dort gibt es eine Schatztruhe. Diese Schatztruhe müssen sie ins Boot packen, wieder zurückpaddeln und im Ziel abgeben. Aber die Elefanten, die Jumbos, werden sie ganz schön stören. Denn hier sind mit einigen Atü-Feuerwehrschläuche eingebaut worden in die Rüssel dieser Elefanten und werden nun versuchen, die paddelnden Mädchen möglichst aus ihrer Bahn zu bringen. Wir haben hier auch eine neue Bootsklasse erfunden bei Spiel ohne Grenzen. Sie sitzen wie im Ruderboot, aber haben einen Kajakpaddel, aber das macht ja nichts. Wir haben im Moment Anglet in Führung, dahinter knapp La Chaux-de-Fonds aus der Schweiz. Anglet bereits Richtung Schatztruhe. Und in Westerland werden jetzt 2 die Daumen ganz besonders drücken. Und zwar der Peter und Michael, das sind die Söhne von Bärbel Schwind, die hier für Westerland paddelt. Bärbel Schwind hatte in Westerland großen Erfolg, da kommt sie gerade hinten ins Bild auf der hinteren Bahn, versucht jetzt gleich zu wenden. Bärbel Schwind hatte in Westerland schon einmal beste Punktzahl geholt beim Spiel in Westerland. La Chaux-de-Fonds wird angefeuert, auf dem Rückweg bereits. Und nun zum Endsport. La Chaux-de-Fonds klar in Führung, aber daran kann sich noch einiges ändern. Nein, sie kommt durch den Wasserstrahl der Elefanten hier gut durch. Erster Platz für die Schweiz. Anglet aus Frankreich auf Platz 2. Das Boot aus Salisbury. Der 3. Platz. Ja, und für Bärbel Schwind hat das nicht ganz so geklappt, wie sie es gehofft hat. Aber sie kommt jetzt als 4. Richtung Ziel. In den verschiedenen Elefanten stehen natürlich Gegner, die versuchen, den Kurs der Boote zu unterbrechen. Ja, ich hatte mich gerade eben durch einen Zwischenschnitt etwas verwirren lassen. Sie ist doch nicht 4. geworden. Ich glaube, sie ist sogar nur 3. geworden in diesem Spiel. Aber warten wir auf die Schiedsrichterentscheidung. Die sind ja dafür da, die müssen das besser wissen.
In einer Minute und 27 Sekunden gab es also für die Schweiz den ersten Platz. La Chaux-de-Fonds Nummer 1. Anglet zweite. Salisbury dritte. Città de Castello vierte. Leuven fünfte. Und leider nur der sechste und letzte Platz für Westerland. Sechs Punkte La Chaux-de-Fonds, fünf Anglet, vier Salisbury, drei für Città di Castello, zwei für Löwen und einen Punkt nur für Westerland. Ja, bevor wir jetzt zum letzten Mal zum Zwischenspiel gehen, sehen wir uns nochmal die Aufrechnung hier an. Wir haben Venray jetzt aus den Niederlanden auf Platz 1, Città di Castello auf Platz 2 und Westerland ganz abgeschlagen auf Platz 6 mit nur 24 Punkten. Tja, da müsste schon ein Wunder geschehen, wenn Westerland noch zu den ersten drei heute Abend gehören sollte. Hier nun also der letzte Durchgang, im Zwischenspiel. Martin Kusters und Jan Thomassen aus den Niederlanden. Ja, für Venray wird der Ausgang dieses Spieles doch sehr wichtig sein, denn bisher liegen sie in Führung und das Zwischenergebnis im Zwischenspiel hier ist bis jetzt nicht gut. Das ist ganz klug, dass er runtergegangen ist. Er kam nicht klar und deswegen durfte der andere Spieler starten, denn es darf immer nur einer auf diesem Vorderband sein. Noch 10 Sekunden. Tja, das wird leider für Venray das schlechteste Ergebnis im Zwischenspiel. Nur ein Ball. So, diese Ergebnisse werden jetzt also in Punkte umgewandelt. Hier haben ja alle 7 Mannschaften teilgenommen am Zwischenspiel, deswegen bekommt der Sieger auch 7 Punkte. 7 Punkte also für Anglet, 6 für La Chaux-de-Fonds. Westerland bekommt ebenfalls 6 Punkte und La Città di Castello müsste auch 6 Punkte bekommen. Ja. Drei Punkte für Salisbury. Drei für Leuven. Und für die Niederlande, für Venray nur einen Punkt. Und wir sehen, dass wir jetzt gleich einen neuen Spitzenreiter haben. Und zwar liegt Italien jetzt an der Spitze. Bevor ich zum letzten Spiel abgebe, schauen wir uns das nochmal an. Auf Platz 1 Città di Castello mit 37 Punkten. Ganz knapp dahinter La Chaux-de-Fonds und Venray. Das heißt also, spannender kann es im Spiel ohne Grenzen-Finale gar nicht werden. Wir haben noch 3-4 Mannschaften im Rennen, die alle noch gewinnen können. Und natürlich können Sie sich den Jubel und die Begeisterung jetzt hier vorstellen, der Einheimischen hier in Lausanne, die La Chaux-de-Fonds natürlich anfeuern werden, dass sie diesen einen Punkt noch wettmachen, den sie zurückliegen hinter Città di Castello. Das letzte Spiel wird alles entscheiden im Finale 72 Spiele ohne Grenzen. Ja, ob beim Anblick dieser durstigen Tierchen hier
für Westerland noch irgendetwas drin ist. Schon ja bei Westerland also reichlich Sand ist. Und es hier darum geht, Wasser in der Wüste für durstige Kamele zu holen. Aber diese Drehscheibe ist nicht eine Scheibe mit Sand, sondern mit der auch bei unseren belgischen Freunden vom Fernsehen so beliebten Schmierseife. Es wird also der Hahn aufgedreht, ist auch etwas unerwartet, wenn auch einmal in der Wüste das Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Sieht aus aus der Ferne wie eine Pizza. Eine Möglichkeit, also hier kein Catch-as-Catch-Can. Darf natürlich gedrängelt werden, das ist klar. Und hier haben wir nun Bernd Glage für Westerland mit dabei. Ist Bankkaufmann, 23 Jahre alt. Und in den Sommermonaten ist er auch Rettungsschwimmer. Sein Hobby Schwimmen, Surfen. Und da ist er ja hier an sich am richtigen Platz. Trägt einen schmucken blonden Schnurrbart. Da ist er gerade. In aller Ruhe füllt er seinen Eimer. Nur unerwartet in der Wüste bleibt er auf den Beinen, möglichst schnell von dieser rutschigen Scheibe runter. Wenn Westerland also dieses Spiel hier gewinnt, dann kämen sie auf 37 Punkte, aber das wird in keinem Fall für eine Medaille, eine Gold-Trophäe in diesem Fall reichen. Medaillen haben wir ja genug besprochen. Gleich ist die Hälfte der Zeit um, 4 Minuten hat man ihnen gegeben für diese Zeit. Und hier stehen nun alle unsere Linienrichter, 14 an der Zahl, und unsere 2 Schiedsrichter da und beobachten nun dieses Spiel. Hier sind die Gradmesser, wollen wir mal sehen, wenn nun dieser Behälter für Westerland kommt. Ach, der scheint vorbei gewesen zu sein, als die Kamera auf die Behälter schaltete. Also alles ziemlich gleich. Also eine Millimeterarbeit werden hier. Entschuldigt sich einer bei dem anderen. Ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Sehr höfliche Wasserträger. Wie hieß es in dem Schlager vor vielen, vielen Jahren? Oh, Allah, gib uns das Wasser. Wasser ist reichlich vorhanden, aber der Weg ist recht mühselig. So, wo ist denn das berühmte D? Ist wieder ausgefallen. Schlachtruf, Laschlotfond, klingt hier auf den Tribünen auf. Naja, sie stehen gut. Mit einem Punkt nur hinter Città di Castello, gleich mit Fenray. Da kommt er gerade, der Westerländer. Bernd Glage, aha, hier sehen wir es. Großbritannien ist aber sehr, sehr hoch. Westerland, so wie ich sehe, so etwa am dritten Platz jetzt. Als Salisbury führte und Laschutfond lag am 2. Platz. Das würde also bedeuten, dass Laschutfond hier das Rennen machen würde heute Abend. Dass dieses Finale von der Uhrenstadt gewonnen würde. Ja, vergleichen wir nochmal. Großbritannien also klar an der Spitze. Das ist CH Laschutfond. Immer noch Zweite, wie sieht es mit dem D aus? Ja, immer noch Dritte, aber knapp über Fenray. Sekunden noch. Jetzt geht es nun tatsächlich darum. Sehr appetitlich sieht es ja nicht aus. Was macht man nicht alles, möglichst viel Wasser zu bekommen? Nur wer die Sehnsucht kennt, hier in diesem Fall nur wer den Durst kennt. Wer weiß, was ich leide. Zeit ist also abgelaufen. Ja, das wäre es gewesen. Spiel werden wir keiner mehr sehen. Jetzt gibt es nur noch Resultate. Und ich sehe gerade, George Kleinmann beeilt sich auch, etwas schneller zu werden. Denn
Die Zeit ist schon recht fortgeschritten, aber ich glaube, man dürfte es einem auch bei einem solchen Finale verzeihen, wenn wir leicht überziehen. Was wird nun dieses letzte Spiel bringen, wo die Mannschaften tatsächlich so eng aufeinander hängen? Mit 37, 36, 36, 32, 30, ja, und dann für 29 und 21 ist wohl nichts mehr zu machen. Das war unser belgischer Schiedsrichter Marcel, der sich eben jetzt hier schnell nach unten beugen wollte, damit er nicht in die Kamera kam. Aber in der Regie haben sie schnell umgeschnitten. Sehen Sie alle diese Rechenschiebe und Millimeterarbeit. Ganz genau, wenn das jetzt ausgelassen ist. Ja, ja. Ist es soweit vorbei? Da unten steht im Publikum ein Mädchen, das sieht aus wie Mireille Mathieu. Ja, sagen Sie mir alles, sagt George. Das ist also das Niveau in Zentimetern ausgedrückt. Fenerei, 11 Zentimeter. 14,5 für Westerland. 12 für Löwen. Bis jetzt also Westerland an der Spitze. Ei. Lachotron 15,5. Anglet 12. Jetzt kommt's. Jawohl. Salisbury 19 cm. Und da. Und nur 7 für Città di Castello. Für sie scheint das Rennen verloren zu sein, Città di Castello. Wollen wir schnell mitrechnen. 36. 6 für Lachotfond. Sie werden es also machen. 5 für Westerland wird 35, aber auch kein Bronze mehr. 4 für Anglet. 4 für Löwen. Ist also klar. Oh, wir haben diesmal etwas Unwahrscheinliches. Wir haben zweimal auf 38 Punkten, zweimal 36, aber Lachotfond hat dieses Rennen gewonnen. Es gibt also für sie die Goldtrophäe. Zweimal, wir haben zwei zweite Plätze und wir haben zwei dritte Plätze, wenn man das so ausdrücken kann. Ich bin jetzt mal gespannt, was unsere Offiziellen entscheiden, welche Trophäen es nun hier gibt und wie viel sie mitgebracht haben. Es kommt nämlich die Preisverteilung. Das war noch nie da. Einmal 42, zweimal 38 und zweimal 36 Punkte. Und dann kommt Westerland erst am sechsten Platz mit 35. Hier sehe ich auf unserer Anzeigentafel im Moment Folgendes. Erster Platz für die Schweiz mit 42. Hier kommen nun die Mädchen, die also die Trophäen für die Mannschaften annehmen werden. Das Mädchen aus Westerland braucht nicht zu kommen. Goldtrophäe also für Lachotfond und ein Küsschen von Big George. Zweimal zwei Plätze für Fenerei und Città di Castello. Und was werden sie bekommen? Beide also bekommen diese Silbertrophäe. Aha. Nachher bekommt auch die andere Stadt einen Silber. Nun, die Stadt Lachotfond hat beschlossen, der nachfolgenden Mannschaft eine Uhr zu schenken. Was sie nun machen werden, da zwei hinter ihnen kommen, die anderen bekommen eine goldene Erinnerungsplakette. Also es werden zweimal Silber vergeben, soweit ich das verstanden habe, und keine Bronze-Trophäe. Für Westerland auch eine Plakette als Erinnerungsstück, als Souvenir an dieses Finale. Und jetzt geht es natürlich hier rund auf dem Platz. Die ganzen Kandidaten springen um diesen
großen Kessel herum. Und hier fallen große Luftballons herunter. Auf denen steht Goodbye, auf Wiedersehen. Und dann werden wir es auch sagen können, Goodbye und in Deutsch auf Wiedersehen. Und zwar im Jahr 1973 zu Spiel ohne Grenzen 1973. Ich höre noch, was Georges Kleinmann zum Abschied sagt. Ja, er sagt das Gleiche, was wir uns auch gesagt haben. Auf Wiedersehen und für heute Abend gute Nacht.